wurde darüber berichtet, dass Sie mit Schalke 04 im Sommer gesprochen haben. Dazu zwei Fragen. Zum einen, haben Sie mit Schalke 04 gesprochen bzw. verhandelt? Und die zweite Frage, gab es auch die Bitte an den VfL Bochum, Sie freizugeben für einen Wechsel? Also als erstes habe ich die Nachricht natürlich gestern auch bekommen. Es war nicht die einzige Nachricht, die kam. Im Vorfeld wurde ja auch noch eine andere Nachricht preisgegeben oder zumindest, glaube ich, von der Zeitung. Ich glaube, die Sportbild war es, wo auch derjenige, der es geschrieben hat, glaube ich, im Hamburger Raum tätig ist, also nicht direkt was mit dem VfL Bochum zu tun hat. Mein Handy stand natürlich gestern Abend auch nicht mehr still. Ich war sehr überrascht, weil ich gedacht habe, spielen wir jetzt gegen Schalke oder spielen wir gegen Bremen, dass dann so eine Geschichte entsteht. Es ist so, dass ich meine Verträge bisher immer respektiert habe, akzeptiert habe und ich Trainer vom VfL Bochum bin und diesbezüglich auch noch eine Weile sein werde. Und deswegen weiß ich nicht, wie diese Gerüchte dann in die Welt gesetzt wurden. Ich finde es einfach ein bisschen schade, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe damit kein Problem, wenn man mich an der sportlichen Situation misst. Dazu stehe ich. Wenn du null Punkte hast, dann kann jeder beurteilen, wie die sportliche Situation ist. Aber wenn man dann halt verschiedene Dinge liest, wenn es um Gelder geht und das, muss ich ehrlich sagen, bin ich absolut angenervt, dass man als geldgierig oder sonst was dargestellt wird. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen, weil ich lasse meinen Namen in der Hinsicht nicht beschmutzen. Da habe ich gesagt, wie gesagt, sportlich kann mich jeder bewerten, aber nicht mit diesen Dingen. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Nachfrage von Philipp Rentsch. Aber deshalb nochmal die kurze Nachfrage. Haben Sie mal mit Schalke 04 gesprochen? Sie haben nicht mit Schalke 04 gesprochen. Nein. Gab es eine Anfrage von Schalke 04, die Sie vielleicht abgelehnt haben? Nee, also komischerweise, im Sommer war ich ja auch schon in Wolfsburg. Ja, war ja auch mal Thema, wo dann auf einmal Dinge ans Tageslicht gebracht wurden, von etwaigen Ausstiegsklauseln, von anderen Dingen. Also jedes Mal komischerweise mein Name im Gespräch. Ich habe gesagt, einerseits ist es ja schön, weil es zeigt ja die Arbeit, die man geleistet hat, auch dass es auch außerhalb von Bochum irgendwo was gesehen wird. Aber jedes Mal mit irgendeinem Verein in Verbindung gebracht zu werden, weiß ich nicht. Also ich denke, dass ich definitiv in den Spiegel schauen kann. Das ist mir am wichtigsten und ich hoffe auch, dass der Fokus auf das Spiel gegen Bremen gelegt wird. Und wenn irgendeiner der Meinung ist, auch von den Zuschauern, da was sich äußern zu müssen, sprich gegenüber meiner Person, soll er das gerne machen. Wo ich nur appelliere, ist, dass die Mannschaft absolut unterstützt wird. Und wir wollen am Samstag definitiv im besten Fall die ersten 3 Punkte holen. Und das ist meine Aufgabe und nichts anderes. Ist Thomas Reis auf Sie zugekommen und hat gesagt, es gibt ein Angebot aus Schalke und er würde gerne wechseln? Und wie ist es genau vonstatten gegangen? Wie haben diese Gespräche stattgefunden und wie haben Sie sich damals verhalten zu dem Zeitpunkt? Also ich werde da keine weiteren Kommentare zu geben. Thomas Reis ist ja nachher ja auch hier. Es gab immer sehr, sehr viele Gerüchte. Aber das sind Interner, die werden auch intern bleiben. Wir haben immer betont, dass wir mit Thomas Reis weiterarbeiten wollen. Und das ist auch heute noch der Fall. Da sind so viele Gerüchte hochgekocht. Komischerweise auch jetzt gerade kurz vor ganz entscheidenden Spieltagen. Deswegen, ich kann nur wiederholen, was Patti gerade gesagt hat. Wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf das Sportliche, nicht auf irgendwelche Personalien. Alles andere werden wir später klären. Jetzt geht es darum, 3 Punkte gegen Bremen zu holen und auch sehr erfolgreich in Schalke abzuschneiden. Sie, Herr Philipps, haben gesagt, Sie wollen mit Thomas Reis weiterarbeiten. Ich frage an Sie und an Patrick Fabian. Klares Bekenntnis zu Thomas Reis und eine Entlassung spielt bei Ihnen keine Rolle. Und darüber hinaus natürlich der Wunsch von uns ist es, mit Thomas weiterzuarbeiten. Und das haben wir ja auch entsprechend kommuniziert. Die Vertragsverhandlungen sind unterbrochen worden, werden im Winter fortgesetzt und der Wunsch ist es, mit Thomas Reis weiter dann halt auch in die Zukunft zu gehen. Also alles andere ist spekulativ, hypothetisch und da brauchen wir uns nicht weiter irgendwelche Gedanken drüber zu machen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir am Wochenende Punkte holen und alles andere ausblenden. Und dazu gehören eben auch, und deswegen haben wir es ja letzte Woche entsprechend auch kommuniziert, dieses Thema Vertragsverhandlungen. Es ist so, wie es ist. Wir haben es im Winter verschoben, übrigens gemeinsam, also im Interesse aller. Und daran werden wir uns halten und zusehen, dass wir halt am Wochenende jetzt auch Punkte holen, weil die Tabelle lügt da leider nicht. Auch wenn die Spiele 3 von 4 sehr, sehr knapp waren und auch anders hätten ausgehen können, stehen wir halt auf Tabellenplatz 18 mit 0 Punkten. Und das wollen wir jetzt, wenn möglich, schon am Samstag ändern.
Kann ich nur ergänzen, Herr Backhaus, Sie können so einen Verein nicht nach Gefühl und Wellenschlag führen. Also wir haben vor einer Woche kolportiert oder ganz klar gesagt, wir machen mit ihm weiter. Und ich habe dazu immer gestanden, auch in vielen Interviews. Natürlich mache ich das nicht, weil ich Hans-Peter Philis heiße, sondern immer in Abstimmung mit meinen Gremien, mit der sportlichen Führung. Das ist kein Bauchgefühl, sondern das ist eine Überzeugung. Und wir werden nicht jetzt nur, weil der Druck von außen scheinbar größer wird, unsere Richtung einschränken. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das gehört auch zu einer vernünftigen Unternehmensführung, ganz klar zu kommunizieren. Und ich kann das nur wiederholen, wir haben das Vertrauen in Thomas Reis. Ganz kurze Nachfrage. Dieser Monat September ist extrem wichtig mit drei Spielen vor der Brust, wo Punkte eingefahren werden müssen. Können Sie also ausschließen, dass Thomas Reis im September entlassen wird? Mich oder an mir? Nein. An beide? Ja. Na gut, grundsätzlich ist erstmal jetzt der Wunsch danach, die Ergebnisse zu bekommen. Wir sind, glaube ich, alle nicht hier, um irgendwelche Ultimaten zu stellen, irgendwelche Garantien auszusprechen oder sonst irgendwas zu tun. Wir sind hier, um am Ende für den VfL Bochum auf dem Platz die bestmöglichen Ergebnisse zustande zu bringen. Und das in Zusammenarbeit mit Thomas Reis. Und da gibt es, wenn ich die Trainingsarbeit tagtäglich beobachte und das beobachte, wie der Trainer sich gibt, wie die Mannschaft aktuell halt auch auftritt, dann muss ich sagen, bin ich davon überzeugt, dass wir das am Wochenende auch schon schaffen werden. Also klipp und klares Ja? Ich kann mich da nochmal wiederholen. Wir wollen die Ergebnisse jetzt einfahren, idealerweise schon jetzt am Wochenende. Es gibt kein Jungtim, wenn, dann, was Sie so suggerieren. Also verliert er die nächsten beiden Spiele, dann geht er. Ist nicht, gibt es nicht. Haben wir auch nie diskutiert. Es ist ja insgesamt eine differenzierte Gesamtbetrachtung, als nur zu sagen, was wäre, wenn. Wir beurteilen das, was wir sehen. Wir beurteilen das, was wir am Wochenende auch gemeinsam auf den Platz bringen. Und da beziehe ich uns alle mit ein. Und wir sollten jetzt alle daran interessiert sein, für den VfL Bochum die Nebengeräusche runterzudrehen und eben zuzusehen, dass wir am Wochenende die Spiele gewinnen. Und wir haben jetzt am Wochenende ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel gegen Werder Bremen, wo wir wieder die Möglichkeit haben, drei Punkte zu holen. Und ich wiederhole mich, von dem, was ich gesehen habe, auf dem Platz während der Woche, in den Trainingsleistungen, bin ich davon überzeugt, dass wir das am Wochenende hinbekommen.